Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum neuesten Overwatch-Video hier auf dem Kernel des Dumbablas. Der... er ist am Dancen mit seinem Kollegen und steht rum. Beispiel, sie haben sich kurz abgesprochen. Soll ich anmachen? Okay, mach an. Ja, ist in Ordnung. Sprüh noch kurz das Graffiti und dann mach an. Throw in fire, fire. Was? Es hängt ein bisschen merkwürdig. Ich spul mal kurz ein Stück, wartet mal. Ah ja, da ist er wieder. Er schießt, also vielleicht war er echt einfach, also tatsächlich rausgetappt. Das ist mir auch schon ein paar Mal passiert. Dann kommst du rein und dann hängt's kurz. Du klickst nochmal und schießt dann, boom, irgendwo hin. So, gut. Diese Nate hätte man oder konnte man auf jeden Fall schmeißen, weil er auch den werfenden Molly-Menschen gehört hat. Also das heißt, er geht davon aus, dass da unten jemand steht. Aber er aimt doch sehr, sehr niedrig oder hat zumindest gerade sehr niedrig geaimt die ganze Zeit. Ah, schade, die Smoke. Er, und den hat er jetzt vielleicht auch gesehen. Mal schauen, was er mit diesem Emo da unten macht. Ja, okay, das ist, man hat ihn auch gehört. Dennoch versuche ich jetzt mal so ein bisschen Richtung Wallhack zu schauen. Guck mal, wie er diesen Salmon abaimt. Ich weiß nicht, ob er wissen kann, dass da einer ist. Ist einer auf Short? Nee, es ist keiner von seinen Mates auf Short. Und da ist der andere, guck mal, er zieht sogar schon sein Knife hier unten, dass er nicht gehört wird. Okay, der Gegner wurde sicherlich auch von dem Mate angezeigt auf der Karte. Aber, boy, das sieht komisch aus. Und dann aimt er doch die ganze Zeit so merkwürdig mit seiner Glock. Ja, dann holt sich lieber eine andere Waffe wie eine... Und schon wieder steht er rum. Ja, und überlegt gerade, ob er jetzt Wallhack an, aus, Aimbot. Total merkwürdig. Wer guckt denn so? Das ist wieder Silver Movement von Feinsten hier. Guck mal, die unterhalten sich gerade. Hast du alles angemacht? Okay, gut, gut, gut. Dann hau rein. Ja, alles klar. Ich glaube, da hat jemand den Aim angemacht. Komm, gib du. Ach, schade. Ich dachte, er gibt jetzt durch die Tür. Wallhack können wir auf jeden Fall bestätigen. Klar, man kann die Leute auch die ganze Zeit hören, aber. Nichtsdestotrotz. Oh mein Gott, war das weak. Nichtsdestotrotz, vielleicht auch Richtung Aimer mal gucken. Das ist immer so eine harte Sache. Klar, alle sagen, Wallhack wäre viel schwieriger. Aber. Also viel schwieriger zu erkennen, aber ich finde, ein Aimbot kann auch schwierig sein. Je nachdem, wie man die ganze Sache einstellt und wie man das eben benutzt, kann es eine schwierige Sache werden. Okay, sie sind da am Rumschniedeln und gehen jetzt dann zum Glück mal langsam ran hier. Es wird Zeit. Ich werde jetzt das Video übrigens auch aus Zeitgründen nicht schneiden. Das heißt, wenn ich jetzt in der Nase popel oder mich verspreche oder huste, chillt schon wieder rum. Dann lasse ich es auf jeden Fall drin. Ihr bekommt also jeden Patzer mit. Was für eine tolle Bronze Dinko und die ist so sick, die. Er spielt total merkwürdig, wie so ein Affe. Wie ein Affe. Und er aimt ganz merkwürdig. Er aimt richtig nur auf die Füße. Also, wenn er die Feinde dann richtig so sieht, dann natürlich nicht, aber. Jetzt steht er wieder rum, er gammelt einfach nur am Spawn rum. Blackbird ist schon tot, aha. Ich bin mir sicher, er holt trotzdem die Runde. Oder, ja doch. Oh, er spielt mit Orb. Sowas kann natürlich sehr verdächtig sein. Das ist total merkwürdig. Bot-Movement. Das ist 1 zu 1. Das ist Bot-Movement, was der da macht. Guck mal. Das darf ich irgendwie nicht. Er ruft ihn gerade. Das ist scheinbar sein Mate, ne? Dieser Kerl. Dieser Maple. Über Teamspeak oder so. Die trollen da rein mit ihren Cheats und dann... dieses Movement. Das ist wirklich Wahnsinn. Jetzt stellt er noch irgendwas ein. Warte kurz. Ich muss den Waller anders einstellen. Ich sehe sie nicht mehr. Das ist ein Drecksack, das Suspekt. Gib mal Miss Maple die Bombe genau und regel du mal. Achtung, der regelt jetzt gleich durch die Tür, dann kreische ich aber. Okay, doch nicht. Das wäre der Hammer gewesen. Und? Hat er ja gewusst, ne? Guck mal, wie er guckt. Er hat Shot gar nicht im Auge gehabt. Er hat Shot nicht richtig abgeaimt. Und er geht einfach... Ja, Shot ist keiner. Ist doch lächerlich. Dann spielt er noch wie so wie eine vollgeschissene Kartoffel. Das ist echt lächerlich. Also, man kann. So. Merkwürdig, sehr merkwürdig. Oh, die killen sich schon gegenseitig. Glaubt ihr, sie wissen, dass wir gegen den Hacker spielen? Ich weiß nicht, wie auffällig er jetzt für die Gegner ist. Oder wie auffällig es für die Gegner ist. Es kommt mir jetzt von außen nicht so extrem auffällig vor. Da ja die Leute das eben nicht sehen können, was wir hier sehen, also speziell diese, ja, aus seiner View eben, wie er vorhin von hinten schon mal das Knife gezogen hat und daran wollte. Er nutzt seinen Wall aber auch nicht gescheit. Ich kann mir, also,
an solchen Stellen bekomme ich immer kurz Zweifel, dass er vielleicht doch keinen Waller benutzt, obwohl es schon feststand. Aber wenn er jetzt, wenn man dann jetzt sagen würde, das ist einfach nur ein Global Smurf oder irgendwie sowas, der spielt so scheiße. Der spielt einfach so merkwürdig. Nicht diese Sachen jetzt, wie er sich mit seinem Kumpel abspricht. Sein gesamtes Aiming, wie er Sachen untersucht, schaut, in der Geschwindigkeit auch Dinge abdeckt. Das sieht nach Bot-Movement aus, als hätte er jetzt gerade angefangen, das Spiel zu spielen. Und dann aimt er kurz so hin und auf den Gegner auf Short und dann geht's weiter. Guck mal, wie er den krass gefreefired hat. Also, ich denke, wir sind uns alle an der Stelle sicher, dass es auf jeden Fall ein Wallhack ist, dass er da nutzt. Guck mal, er wartet auch auf ihn. Achtung. Ja. Er beobachtet ihn schön durch die Wand. Und jetzt gibt er ihn. Und verreckt. Hat er sowas von verdient, dass er jetzt stirbt noch. Der verschissene Sack. Ich mach mal das Teil noch ein bisschen weiter weg. So, ja, so, komm. Das stört er nicht arg, oder? Diese Anzeige hier. Hier ist eigentlich nichts. Na, gutes Geld. Da habe ich schon immer. Das ist mir jetzt eben aufgefallen, dass es ja vielleicht stören könnte. Aber ja, nein. Die Facecam ist ja nach wie vor hier unten. Da ist es super. In der Mitte haben wir schon festgestellt für Counter-Strike. Super. Was macht er jetzt? Er wartet jetzt auf einen, dass er da vielleicht sich ins Fenster stellt. Das wird keiner machen. Guck mal, merkt er es jetzt? Er läuft doch jetzt ganz offen rum. Als wenn da ist ja keiner mehr auf Window, weil die sind da bestimmt nicht mehr. Er weiß. Ja. Also, Warlock zu 100% confirmed. Ich lasse mich da gar nicht mehr weich machen. Mit dem Aimbot, das sah vorhin kurz so aus, als hätte da vielleicht irgendwie ein Aimer drin. Das jetzt überhaupt nicht. Da muss ich dann mal schauen, aber der Warlock reicht ja bereits, um ihn bannen zu lassen. Und ja, Bann ist Bann, dann ist er fort. Guck mal, die Bombe, ich kann mit der Maus gerade nicht rein. Die Bombe geht einfach Mitte, um den Kerl in Window zu klatschen. Obwohl einer auf A drauf ist, das heißt, man hätte schon easy blenden können, aber naja. Suspect will den letzten haben. Unbedingt. Achtung, er versucht ihn zu knifen, 100 Pro. Oder auch nicht, ist ja schon gut. Dieser letzte Schuss, dann dieser Headshot, das wirkt dann so merkwürdig. Aber ich denke nicht, dass er jetzt gerade irgendeine Aim-Unterstützung anhat. Boah, dieses Aiming, das ist... Ihr habt mir ja früher immer geschrieben, hey, aim nicht so niedrig. Das ist echt krass, was er treibt. An manchen Stellen zumindest. Und dann noch nicht mal, damit er in der Ferne vielleicht die Gegner besser sehen kann. Ich weiß nicht, wie weit so ein Wallhack geht. Aber er sieht, dass die hinten durchpushen. Guck mal, er hat eben gesehen, dass die hinten durchpushen. Er stellt sich jetzt genau hier hin und wartet. Okay, er wartet nicht, aber... Naja. Das ist einfach ein Pisser. Obwohl das... sah jetzt schon fast unvorbereitet aus. Also ab, wenn man jetzt einfach denkt, er steht da und erwartet dann noch niemanden. Er hat ja noch nicht mal geaimt. Naja. Kinder, ich bin so zerstört. Ich bin froh, wenn einfach Montag ist. Montagabend. Und ich erstmal alles geschafft habe. Ich bin so richtig platt. Meine Augen tun weh. Jawohl. Okay, also es sind noch zwei Stück. Ja, er sieht sie natürlich wieder. Er geht auch nicht zielstrebig hin. Okay. Ich dachte, ja doch. Er wollte nur die Nate haben. Oder was er da... Also komm mit, das musst du da wirklich nicht schmeißen. Das ist ja lächer. Er will nicht, dass von da jemand an ihn rankommt. Okay. Wäre auch echt auffällig, wenn er die jetzt handeln würde oder gehandelt hätte direkt. Die Bombe liegt noch nicht. Es ist 2 gegen 3 und er würde dann rangehen und die Leute klatschen. Das wäre bescheuert. Das wäre sehr auffällig. Also bitte, was war das denn? Ich habe den Warlock ausgeschaltet. So wie er jetzt spielt, könnte auch jeder andere Vollhorst spielen. Habt ihr das gesehen? Wie er geguckt hat. Oh nein, der ist gefallen. So. Keine Chance, der Salmon. Oh, obwohl er schon... Gut, die war nice. Also, er wusste ja, wo er ist. Ich wollte gerade sagen, obwohl er trotzdem leichtsinnige Dinge macht. Wenn ich einen Warlock hätte, und das ist 1 gegen 1, dann stelle ich mich so hin und aim halt ab und nutze den Warlock auch. Aber er hat ihn ja mehr oder weniger für die Granate genutzt. Ich gebe ihm jetzt Vision Assist und erstmal kein Aim, auch wenn er vielleicht Aim hätte. Durch den Vision Assist bekommt er eh den Bann. Ich bin mir da einfach noch nach wie vor nicht so richtig sicher auf dieser Sache. Ich war mir schon sicherer bei anderen, da habe ich es auch gedrückt, aber hier, egal. So, ja, Leute, dann bedanke ich mich schon mal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne schreiben, dass es euch gefallen hat. Oder wenn es euch nicht gefallen hat, was ich eben besser machen soll oder kann oder darf oder wie auch immer. Wir sehen uns dann morgen im nächsten Video. Ja, das war es eigentlich soweit. Lass mich kurz überlegen. Ich hatte eigentlich noch irgendwas vorbereitet. Ich wollte euch noch irgendwas erzählen. Wartet kurz. Ach nee, dazu mache ich ein eigenes Video. Das ist dann so diese Sache, dieses mit Führer zusammen spielen und sowas. Das ist so aufwendig. Da mache ich ein eigenes Video zu. Also Leute, Dankeschön, Dankeschön. Macht's gut. Vielen Dank für alles. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Oh, meine Augen, ich lasse zu. Ciao.